Vor 3,5 Jahren sind wir in der Schweiz abgereist und zuerst übers Nordkap, dann wieder in die Schweiz und interkontinental über Zentralasien entlang der Seidenstraße bis nach Japan gefahren. Von da kurz in die Schweiz, Visa holen, zurück und dann mit dem Fahrrad über China nach Südostasien, Burma und Singapur. Und von dort geflogen mit dem Flugzeug nach Perth, wo wir jetzt 5000 Kilometer gefahren sind, bis hierhin, bis nach Tasmanien. Und wie weit geht die Reise weiter und wie lang? Ja, die Reise, wie weit die Reise geht, der Plan ist irgendwie, um die Erde zu kommen. Und im Moment kommen wir nicht so recht weg von hier. Das heißt, wir stecken jetzt nochmal 2 Jahre in Australien, Neuseeland und China fest, Südostasien. Danach ist der Plan irgendwie Südamerika. Amerika und Afrika. Afrika und vielleicht noch sonst was, keine Ahnung, das wird vielleicht noch 5 bis 10 Jahre dauern. Kann aber auch sein, dass wir morgen die Idee haben, jetzt schreiben wir ein Buch und dann ist fertig. Keine Ahnung, jeder Tag bringt neue Überraschungen. Oder ich will hier farmen, in Tasmanien oder in Australien. Kann auch sein. Gefällt dir Tasmanien? Oh, sehr, sehr. Ich habe hier den Eindruck, da spüre ich die Wurzeln, woher wir kommen. Ja, gefällt mir sehr gut. Natur, auch die Menschen, die sind so offen, herzlich, freundlich. Gerade gestern hatten wir einfach spontan eine Einladung nach Hause zum Nachtessen. Wo gibt es das? Ja, unglaublich, ja. Ganz toll. Gestern Morgen früh haben wir Manfred getroffen, hier auf dem Campingplatz. Und spontan hat er uns eingeladen, mit ihm einen Ausflug zu machen zum gondwanischen Urwald, um dort Tiere zu beobachten und Vögel, Natur einfach mal in Ruhe die Landschaft zu betrachten. Also das sind ja 1200 Kilometer vom Shop in Norseman, yeah, nach bis zum nächsten Einkaufszentrum. Und deshalb hatten wir alles Nahrungsmittel eingekauft, waren 12, 13 Kilo und pro Person waren dann so 10 Liter Wasser pro Tag. Also pro Etappe zum nächsten Boot hatten wir je 10 Liter Wasser. 10 Liter. Und, das ist ja auch so, solange du auf einer Straße bist, wo du Verkehr hast, dann Nullabor ist, dann kommst du auch irgendwie Wasser in einerseits der Wind, wenn Gegenwind. Die Hitze und natürlich diese langen Strecken, 1200 Kilometer. Da drin hat es 5 Roadhouses und die Herausforderung ist eben der Wind, vor allem Wind, Gegenwind und die gleichförmige Strecke setzt auch mental zu. Ja, und die Hitze kann extrem herausfordernd werden. Wir hatten 2 heiße Tage unterwegs und 2 Tage starker Gegenwind, was dazu geführt hat, dass wir an einem Tag nur 60 Kilometer fahren konnten und am anderen Tag mit Rückenwind war es dann mal 180. Also es kann völlig variieren und an einem Tag fliegst du, am anderen Tag quälst du dich durch Kilometer, Etappen und ja, irgendwie versuchst du ein paar Kilometer weiterzukommen. Eben da hast du die ganzen Wetterthemen und ein großes Ding, was uns extrem beschäftigt hat, sind die ganzen Roadkills. Also du siehst morgens früh, siehst du alle paar 100 Meter, eher weniger, siehst du plattgefahrene Kängurus. Blutend am Boden und wenn du überall guckst, dann hast du mindestens alle 50 Meter ein Känguru-Skelett oder eine Känguru-Kadaver, was vor sich hin. Und der Gestank, den erlebst du dann halt dauernd auf dem Fahrrad. Das hat uns mental auch zugesetzt. Nullarbor sind wir über Adelaide nach Melbourne. Ich sage das mal kurz, mit dem Fahrrad, mit der Fähre rüber nach Tasmanien. Mhm. Und
nach Devonport und sind jetzt zu Fuß unterwegs. Wie viele Kilometer? Ja, das sind jetzt so, bis jetzt sind es, glaube ich, 50 Kilometer zu Fuß. Und total werden es, die Strecke ist 480 Kilometer mit ein bisschen Autostopp. Wir werden wohl 150 bis 200 wandern und der Rest Autostopp. Jetzt sind wir hier und haben Freude an Platypus. Tiere, diese Tiere, die wir sonst nie sehen, oder die sogenannten Turbo-Chucks, die Hühner. Das ist einfach nur genial, die rennen da rum wie wild. Das ist einfach der Hammer. Und wie gefällt dir das Mani bis jetzt? Also bis jetzt sind wir, also ich persönlich bin sehr beeindruckt, es ist extrem grün im Verhältnis zu Australien selbst. Kleinförmiger in der Landwirtschaftsaufteilung, fantastische Natur, Vögel, Gezwitscher den ganzen Tag, wenig Bewohner. Ist einfach sehr ruhig und schön. Ah ja, die ganz wichtige Nachricht ist ja, warum wir das hier alles machen. Es geht mir persönlich nicht nur darum zu reisen, sondern vor allem meine persönlichen Erfahrungen zu verarbeiten, die innere Arbeit. Und da ist mir eigentlich wichtig, dass jeder Mensch sein Traum erfüllt. Es geht nicht darum zu reisen, es geht vielleicht darum, einen guten Film zu machen oder gute Fotos oder irgendetwas, was mich persönlich begeistert. Alles andere ist eine Art Kopie, das bringt nichts. Es muss persönlich sein. Wir sind ja nach Japan gefahren und das war während den Olympischen Winterspielen 2017 in Südkorea. Da war mein Sohn Athlet dabei und wir haben ihn da besucht. Und da entstand eine recht große Geschichte mit Zeitung. Und die Japaner sind ja komplett verrückt auf solche Geschichten. Ich wollte eigentlich nur meinen Sohn sehen und plötzlich ging da die Post ab in Japan. Ja, super. Und, in Südkorea. In Südkorea, mhm. Genau. Und ja, vielleicht gibt es daraus auch ein Link oder ein Aufhänger oder jedenfalls die Geschichte ging um die Welt. Dass ich einfach kurz vor dem Burnout entscheiden musste, will ich jetzt sterben oder will ich jetzt leben? Das war eigentlich die Realität. Und das als Projektmanager in der Bauindustrie, wo es immer knallhart um Geld geht, war mehr rauspressen, um halt groß zu bauen, und das hat mir emotional zugesetzt. Und dann haben wir entschieden, so, jetzt lange genug über Träume geredet, jetzt umsetzen. Müssen wir das umsetzen, jetzt machen. Und dann ging es darum, halt die Stelle zu kündigen und uns auf den Weg zu machen. Und nicht nur die Stelle kündigen, auch das Haus verkaufen und ja, wirklich einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich frühzeitig in Pension bin, weil das, was ich tue, wir stehen ja teilweise auch um 4 Uhr morgens auf und haben dann unser Tagwerk vielleicht um 5 getan oder manchmal auch schon um 12. Also es ist wirklich ein Rhythmus, den du auch bei der Arbeit hast. Und von daher sage ich nicht, ich bin in Pension. Und sowieso mit 59, ich habe noch die Power eines 20-Jährigen manchmal, denke ich. Die Frau fährt locker 200 Kilometer, sage ich jetzt mal so. Mit Rückenwind. Und bei ihm am... Aber sie fährt sie. Wirklich? Das ist kein Witz. Und sie sagt mir immer wieder, wenn ich Pause machen will, aber wir wollen doch heute so viel fahren. Und dann zieht sie das durch. Sie hört nicht auf, wenn sie müde ist. Sie hört auf, wenn sie da ist. Das ist manchmal anstrengend. Ja, das ist jetzt schon verreckt, die Landschaft aus den Bergen. Und dann, nach diesen vielen Kilometern zu Fuß, ja.
like over there. Yeah. See how it goes up into a flat area? Yeah. And then you walk up, you know, it's like this. Oi. And there's a waterfall coming down all the time. The coast is underwater. Millions of years, you know? No. No? No, I didn't know that. Yeah. I didn't know, but I know now. Well, I don't know, I didn't know either, but they've recently discovered that, you know, when Gondwana, you know, when the Ice Age, yeah. It was underwater, and this was all volcanic. And glaciers, you'll see, when we get up there, there's many glaciers. You'll see all the glacial activity. And the glaciers are also going back like in Europe, you know? No, they're not active glaciers. They were millions of years ago with the last ice age. How many calories do you need a day when you cycle 180 k's or walking, roughly? Usually for breakfast we take a piece of bread, some cheese, then we cycle and let's say sweet drinks, 2 liters, 1 to 2 liters, yeah. And some spaghetti or noodles at night, each 200 grams. Yeah. So it's about maybe 3,000 to 4,000. Yeah. That's a lot, yeah. But still drinking too much beer. That's not a lot, 4,000. They can bite you once to warn you, maybe twice. And then the third time they'll bite you and put venom in. Oh. You know, so if by chance you did get bitten, just little. Not to worry too much, you know. Yeah. But just strap yourself up. Strap your, you know how to strap for snake bite. Bad. And the snake is called tiger snake. Tiger snakes. You have a strap. You take your belt off and you wrap it right, yeah. Wrap it round. Yeah. Just slow the venom. From top till down or from just down just till top? It doesn't matter, you just have to stop it. Yeah. Stop it. Stop the blood. Because if it goes too quickly to your heart, it makes your heart stop. What happened to the three girls? Oh, they got a storm caught them on the overland track, and they got very cold and affected by the storm and the environment, and they couldn't rescue them with helicopters, so they had to walk in to rescue them and wait for the storm to go. Cradle Mountain, Tasmania. It's cool and the air. Hammer hier. Wow. What is this? Hey. Ich hab bereits gemacht. So frei. Hä? Das ausgehört? Ganz frei. Das sieht aus wie ein Eagle Head. Das ist geil. Das ist ziemlich spannend. Wo? Ah. Hängebrücke, oder? Das ist ja nicht schlecht. Noch das. Geht nicht so gut. Vielleicht, wie du, muss ich den noch. Ich brauche jetzt ein Foto von dir. Kiwi! Wow, Guido, schau mal. Ja, guck mal, Riesenfarm. Noch nie zuvor gesehen. Genial. Schau dir mal das an. Machst du kein Foto für uns wieder? Weil ich möchte mich gerne daran erinnern.
sonst gibt es nein. So schau mal, hier die Riesenfarm. Das sind ja Bäume. Farmbäume. So. Frische Luft. Und kühl, angenehm. Wollen wir bleiben über Nacht? Hä? Unser Zelt aufstellen? Bleiben wir. Gute Idee. Wir suchen einen Platz. Wow, Tito! Ja. Unfassbar! Unfassbar! Wahnsinn! Tasmanien! Ganz zurück! Wir haben uns erzählt überall, dass wir Tasmanien lieben werden. Aber das ist ja noch ein Top. Weil ich habe gedacht, na ja, okay, man kann ja alles lieben. Aber sowas von habe ich noch nie gesehen. Ja. Das ist wie ein Tor von Gibraltar. Riesenhaft. Wahnsinn. Das auch. Schau mal, die Bäume da. Gigantisch. Und die stehen auf dem Feld. Ja. Guido, ja. Und was sind das? Nester unter Wasser? Ja, das sind wohl so. Fahne, die wir gefühlsmäßig in Europa haben, hier so hoch und hier 3-4 Meter, das ist einfach, das ist fast zu viel, das kann ich nicht erfassen. Das ist über dem, was ich bis jetzt gedacht habe, was es gibt. Siehst du da oben der Papagei, der schwarze? Ui! Sauber! Das sind keine Palmen, das muss Faden sein, das ist Wahnsinn.
koche ich euch, ich hoffe, es hat keine Schlangen. Aber ich glaube, es ist noch nicht so heiß. Und ich mache ein bisschen Lärm mit den Füßen. Das ist der Grund, warum wir überall hingehen und die Welt erkunden. Einfach Wahnsinn. Hey, lass uns doch ein Bad nehmen, bevor wir das Zelt aufschlagen. Hä? Okay? Guido, hey, over here. Yeah, but I have to check here. It's slippery. Yeah, I know. Erfrischend. Ja. Nach einem solchen Tag einfach genial. Hab einfach Respekt, kaltes Wasser reinspringen, dann ungeübt, untrainiert mit kaltem Wasser, yeah. Das Herz. Hab so Zeit. Morning.
Nein. Jetzt einfach nur super. Best expedition ever. Tschüss. Bye. Bye. Bye.